Wenn Sie, verehrte Zuseher, im Englischen einen Red Herring, einen leicht gepökelten Hering, verfolgen, dann bedeutet das in der deutschen Übersetzung, dass Sie jemand auf eine falsche Fährte gelockt hat. Spitzbuben legten diese Tiere aus, um mit deren Geruch die Spürhunde von den eigenen Spuren abzulenken. Spitzbuben taten das oder die Verfasser der Chroniken von Spitzbuben, also die Autoren von Kriminalromanen. Jedes Verbrechen ist schließlich anfangs nur vom Täter selber durchschaubar. Dann kommt die Polizei oder ein Detektiv oder eine kluge Zeitgenossin, wittert mal in die eine, mal in die andere Richtung. Das kann nie einer strikten Regel folgen, aber spätestens am Ende der Geschichte wissen wir, wohin wir die Nase gleich hätten stecken sollen. Ich habe gerade das Wort kluge Zeitgenossin gewählt, meine Damen und Herren. Nicht einfach nur der gesellschaftlichen Korrektheit wegen, sondern weil am Anfang dieses Genres der Literatur eine Dame stand und heute im Mittelpunkt unserer Sendung gleichfalls eine Dame steht. 1819 schrieb E.T.A. Hoffmann eine Novelle über eine Reihe mysteriöser Morde um einen Juwelier in Paris. Die Polizei verhaftete zunächst den Falschen, dann nahm sich die resolute Mademoiselle de Scudéry, bei E.T.A. Hoffmann auch das Fräulein von Scuderi genannt, der Sache an und entlarvte den wahren Hergang der schrecklichen Geschehnisse. Von dieser Novelle des E.T.A. Hoffmann führt, verzeihen Sie, eine heiße Spur zu Edgar Allan Poe, dem ersten großen Meister des Genres. Und von Edgar Allan Poe ist es nicht mehr weit zu der Erfinderin von Miss Jane Marple, mithin zu der 1890 im englischen Torquay geborenen Agatha Christie, die von ihren Landsleuten in liebevoller, wenn auch etwas schnodderiger Form der Verehrung oft die Königin der gepökelten Heringe genannt wurde. In jenem Jahr 1890 regierte in Großbritannien noch Queen Victoria. Sie herrschte nicht nur über ein Fünftel der Erde, ihr Name stand auch für einen Satz moralischer Normen, bürgerlicher Verhaltensweisen und Rituale, die einer hektisch expandierten Gesellschaft innere Stabilität verleihen sollten. Unter ihrem Sohn Edward, der 1901 auf den Thron kam, lockerte sich diese Strenge der Vorschriften ein wenig, was zumindest die Rolle der Frauen um einiges erleichterte. Nein, von Wahlrecht war noch nicht die Rede, doch vieles, was zuvor unter das Verdikt unaussprechlich, unspeakable, gefallen war, galt nun nicht mehr als völlig anstößig. Zum Beispiel das Lesen von Romanen, in denen es um mysteriöse Kriminalfälle ging. So konnte denn auch einem noch jungen Mädchen aus gut behütetem Haus, das wegen einer Krankheit das Bett hüten musste, ein Buch in die Hände fallen, in dem es um die Aufklärung eines Mordes ging. Es handelte sich übrigens um einen Klassiker, um das geheimnisvolle Zimmer von Gaston Leroux, auf Englisch noch prickelnder The Mystery of the Yellow Room. Das war eine aufregende Lektüre, die für Agatha schicksalsbestimmend wurde. Geschichten hatte sie schon früher zu schreiben begonnen, doch hier tat sich eine neue, eine ungemein spannende Welt auf. Die vermeintlich heile Welt des Viktorianismus, wir machen hier einen kleinen historischen Sprung, endete mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Weihnachten 1914 wurde die 24-jährige Agatha Miller durch die Heirat mit einem Piloten der britischen Luftwaffe zu Mrs. Archibald Christie. Der Ehemann kämpfte in der Luft, seine Frau diente als Krankenschwester, später wurde sie zur Apothekerin ausgebildet. Einige ihrer Biografen werten das als einen frühen Anreiz für die häufige Verwendung von Giften in ihren Kriminalgeschichten. Das kann, das muss man aber nicht so sehen. Es gibt schließlich auch viele friedfertige Pharmakologen. Viel wichtiger ist der Hinweis, dass Agatha Christie neben dieser beruflichen Tätigkeit mit eindrucksvollem Fleiß ihre literarische Karriere weiterverfolgte. Es entstanden Romane, Erzählungen, Fortsetzungsgeschichten. Die Autorin schien mit einer absolut leichten Hand gesegnet, wenn es um das literarische Aufspüren von Verstößen gegen die Regeln der menschlichen Gemeinschaft ging.
dass ihr eigener Mann ein Halodri war, entdeckte sie allerdings erst sehr spät. Mr. Archibald Christie, wir können es nicht anders sagen, war offenbar ein notorischer Schürzenjäger. Als er 1926, die gemeinsame Tochter Rosalind war gerade 7 Jahre alt, als dieser Archibald die Scheidung verlangte, um seine Geliebte zu heiraten, erlitt Agatha Christie einen Nervenzusammenbruch. Im Nachhinein stellte sich diese Krise als eine Krise zum Guten heraus. Aber bis es zu diesem Nachhinein kam, musste unsere Autorin eine Menge Spott und Häme einstecken. Was war geschehen? Ihr Mann, jener Halodri, hatte sie verlassen, um eine andere zu heiraten. Dabei war der Name der Geliebten gefallen. Agatha Christie setzte sich nun in ihr Auto, fuhr zu einem gefährlich abgelegenen Steinbruch in Yorkshire, ließ das Fahrzeug dort stehen und begab sich mit der Bahn zu einem Hotel im nahegelegenen Harrogate. Dort trug sie sich unter dem Namen der Geliebten ihres Mannes in das Gästebuch ein und verschwand von der Bildfläche. Was exakt hier und wann und aus welchen Gründen geschah, hat seither Biografen, Seelendeuter und auch Filmemacher beschäftigt. Warum verschwand die Dame? Was geschah wirklich in jenen 10 Tagen in Yorkshire? Wir dürfen hier altmodisch genug sein, verehrte Zuseher, das Auge gar nicht erst in die Nähe eines Schlüssellochs zu führen, sollten aber festhalten, dass Agatha Christie, als sie denn gefunden wurde, durch diese Inszenierung im Handumdrehen bekannter wurde als durch alle Romane, die sie bislang veröffentlicht hatte. Für die Maßstäbe einer viktorianischen Erziehung war ein solcher Akt zwar shocking, doch vieles spricht dafür, dass diese Frau auch mit viktorianischen Standards oft so behende umzugehen verstand wie mit den von ihr erfundenen Figuren. Und beim Stichwort erfundene Figuren müssen jetzt dringend 2 Namen fallen. Einmal jener bereits genannte, der Miss Jane Marple, Nachfolgerin der Mademoiselle de Scudery des E.T.A. Hoffmann und in allen in der Erscheinung der Margaret Rutherford unvergesslich. Zum Zweiten und noch viel allgegenwärtiger muss von jenem Mann die Rede sein, der zu seinem Leidwesen unermüdlich oft für einen Franzosen gehalten wurde, der aber Belgier war, stolz auf seine stets adrette Kleidung, stolz auf seinen eindrucksvollen Schnurrbart, stolz auf seine kleinen grauen Zellen. Der Mann also, der so gerne sagte, Poirot weiß, was er tut. Der Meisterdetektiv schlechthin. Wir haben jetzt, verehrte Zuseher, bereits die Hälfte unserer heutigen Sendung hinter uns gebracht. Und wenn ich jetzt allein nur die Titel aus dem Werk der Agatha Christie aufzählte, in denen Hercule Poirot bis zu seinem literarischen Ableben auch auf der Bühne in Filmen oder in Fernsehserien verkörpert wird, könnten wir auch gleich einen langen Abspann starten. Lassen Sie mich stattdessen sagen, dass dieser Hercule Poirot zu Agatha Christie fast lebenslangem Begleiter wurde. Er stand ihr bereits zur Seite, als sich Archibald Christie von ihr trennte. Er war Zeuge, als die Schriftstellerin im Frühjahr 1930 ihren zweiten Ehemann, den britischen Archäologen Max Mallowan, kennen und lieben lernte. Poirots Tod war bereits beschlossene Sache, lange bevor ihn fast ein halbes Jahrhundert später das Schicksal im Roman Vorhang, The Curtain, ereilte. Agatha Christie hatte sein literarisches Ableben von dieser Erde schon lange in der Schublade. Der Stoff sollte für sie so eine Art Altersversicherung sein. Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen kleinen, fast neidischen Hinweis. Als Agatha Christie 1976 starb, wurde ihr Vermögen auf etwa 500 Millionen Pfund taxiert. Klar, Verbrechen lohnt sich in aller Regel nicht, doch ein paar Ausnahmen müssen gelten, meist denken wir bei diesen Ausnahmen nur an Bankiers, aber auch als Schriftsteller dürfen wir uns nicht ganz aus der Szene stehlen. Und damit ganz schnell zurück zu Poirot und 2 Werken, die ich Ihrer Erinnerung oder einer neuen Lektüre besonders ans Herz legen möchte. Der erste trägt im englischen Original den Titel 5 Little Pigs, auf Deutsch das unvollendete Bildnis. Selbstverständlich klingt 5 Little Pigs viel schöner.
Es bezieht sich schließlich auf einen unschuldigen englischen Kindervers und nicht wie das unvollendete Bildnis, bei dem der Leser nur an schlechte expressionistische Lyrik denken kann. Doch man muss den Übersetzern hier auch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Es geht nämlich tatsächlich um ein noch nicht ganz vollendetes Porträt, das Porträt einer bezaubernden jungen Frau. Der Künstler wird vor dessen Fertigstellung vergiftet. Seine Gattin landet im Gefängnis, weil sie das Modell aus Eifersucht vergiftet haben soll. Kurze Zeit später stirbt die Ehefrau. Sie hinterlässt eine Tochter, die vor der Heirat steht und fürchtet, schlicht gesagt, das Umbringen von Gatten könne erblich sein. Also wird Hercule Poirot beauftragt, den scheinbar längst aufgeklärten Fall noch einmal zu untersuchen. Der Detektiv geht mit der ihm eigenen Arroganz an die Sache, bleibt eben also daheim und lässt sich von den Dramatis Personae, also den wichtigen Trägern der Handlung, ihre Erinnerungen noch einmal beschreiben. Und er vergleicht diese Erinnerungen, so wie ein Kunsthistoriker verschiedene Bilder auf ihre Echtheit überprüft. Auch so kann man einen Mörder finden. Klar, hier fehlen aufregende Autojagden, geheimnisvolle Chinesen, vor sich hin dampfende Moore. Hier geht es um die kleinen grauen Zellen und eine ganze Kiste von den gepökelten Heringen, deren Herkunft eingangs erläutert wurde. Diese Technik des Erzählens setzt in der Geschichte der Kriminalliteratur eine genauso entscheidende Marke wie der vielleicht noch berühmtere Roman The Murder of Roger Ackroyd, der auf Deutsch unter dem Titel Alibi erschien. In dieser Geschichte über den Mord an jenem äußerst zwielichtigen Roger Ackroyd, der seine verstorbene Geliebte bezichtigt hatte, ihren Mann umgebracht zu haben, verwendete Agatha Christie einen hinlänglich neuen Trick der Irreführung des Lesers. Hercule Poirot wird bei seinen Ermittlungen ein Gehilfe an die Seite gestellt, ein gewisser Dr. James Shepherd. Dieser James Shepherd ist auch der Erzähler der Geschichte. Naturgemäß kann nur der Spürsinn von Hercule Poirot nicht davon abgelenkt werden, dass der Erzähler der Geschichte tatsächlich auch der Mörder von Roger Ackroyd ist. Selbst ausgebuffte britische Rezensenten des Romans bekundeten ihre totale Verblüffung über diese kunstvolle Inszenierung. Rezensenten, meine sehr verehrten Zuseher, sind ein schwer zufriedenzustellendes Publikum. Es gilt ganz besonders, wenn eine Autorin so erfolgreich ist wie Agatha Christie, über deren materielles Wohlergehen ich Ihnen ja gerade schon ein paar banktechnische Zahlen genannt habe. Der vielleicht einflussreichste amerikanische Literaturkritiker der 40er und 50er Jahre, der Amerikaner Edmund Wilson, widmete daher ganz folgerichtig eine ganze Reihe von Artikeln dem Thema, warum es uns schnurzegal sein soll, wer Roger Ackroyd umgebracht hat. Gemeint war, Hände weg von dieser Form der seichten Unterhaltungsliteratur. Und schwupps saß die Autorin auf der Anklagebank. Eine seichte Sprache wurde ihr vorgeworfen, Typen von der psychologischen Tiefenschärfe einer Spielkarte, unglaubwürdige, dramatische Verwicklungen, die zudem auf den ersten Blick zu durchschauen wären. Die Kritik lief zu hoher Form auf. Was diese Herren vermutlich aber jenseits allen verständlichen Brotneides am meisten quälte, war ein ganz anderer Umstand. Die von ihnen am höchsten geschätzten Autoren der ganz Großen der Weltliteratur, die Herren Bert Brecht, Thomas Mann und viele andere mehr, griffen beim Thema Mord nicht sofort und ausschließlich zu, sagen wir, den Werken von Fjodor Dostojewski. Sie ergötzten sich auch an Miss Jane Marple und jenem kleinen Belgier, der kein Franzose war. Das sollte auch Sie, meine sehr verehrten Zuseher, in Ihrem Mut zur Toleranz bestärken.